Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Und da ist schon der Choo-Choo-Bus. Der Choo-Choo-Bus. Ja, der Zug. Und den müssen wir, glaube ich, nur noch folgen. Wobei, der fährt, glaube ich, auch so rum. Wobei. Ja doch, der fährt nach links jetzt. So, auf jeden Fall sind wir hier ein bisschen mehr in den Norden geflogen, glaube ich. Ich glaube, wir werden auch hier dann landen. Bahnhof voraus. So. Es muss echt verrückt sein, in den Helikopter zu steigen, mitten im Sommer so ungefähr. Und dann steigt man aus und es liegt Schnee und das. Oh, ja. Drohne fliegt. Ich sehe noch einen Tango. Zielgesichtet. Mit dem sind's fünf. Ein Scharfschütze. Es war früher auch immer so lustig, ich sehe 10. Wenn man, also wir waren sehr häufig in Italien, in den Sommerferien früher. Wir sind bei 15. Und sind dann eben ich sehe einen Scharfschützen. Nach Hause gefahren, über die Berge, und da lag dann eigentlich früher immer Schnee. Also die letzten Jahre nicht mehr ganz so. Ah, das war halt so verrückt. Also so Sommer in Italien und dann fährt man in ein Schneegebiet. Feind markiert. Gut, dann machen wir mal Scharfschützenduell. Ich will mal kurz noch den letzten holen. Warte, hier ist irgendwo einer. Ich sehe den nicht. Wahrscheinlich hier drin. Markiere Feind. Jetzt haben wir alle. Meter, das heißt hier. Der Alarm ist hinüber. Es wird keine Verstärkung kommen. Der hat sich ein bisschen erschrocken. Also 300 Meter hier. Nein, der ist runtergefallen. Das ist nicht. Okay, das war zu hoch. Okay, 440 Meter. Warte mal, ich schau mal kurz. Das ist der da. 480 Meter, 440.
Ja, vielleicht so. Ich würde mal sagen so. Dann schauen wir mal. Oh, lala. Sehr schön. Geh in Position. Brauche neue Position. Moment. Such eine gute Schusslinie. Okay, Ziel markiert. Auf dein Zeichen, Boss. Na gut. Der Tango ist hin. Das war das Bein. Zum Glück hat es noch okay, gezählt. aufatmen. Den sehe ich immer ganz bisschen. Der wackelt da halt rum. Ah, ich will noch näher ran. Ah, da ist der Heli. So geht der Sniper da unten rum. Zum Glück ist die Leiche weg. Ist schon richtig cool. Dieser Schuss und dann die Munition, also die Hülle, die dann wegklimpert. Schon cool. Ganz ehrlich, das muss ich mit der Sarah zusammen zocken. Solche Momente wie diese sind einfach nur cool. Das würde ihr auch sehr, sehr taugen. Er läuft gerade zu lange. Ich gehe in Position. Ich probiere den mal zu erwischen. Ziel erfasst. Bin bereit. Hab ihn. Ha! Ich habe ihn. Okay. Gerade, das wollte ich halt gerade nicht riskieren. Den sehe ich gerade so nicht mehr. Der bleibt auch gleich stehen. Hier die drei sind halt ein bisschen. Geh in Position, noch eine bessere Shit, Position. Ich muss die Position wechseln, das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Zeichen. Er ist tot. Alles gut. Ah, 20 Sekunden noch und die liegen noch da, oder? Nee, die sind schon weg. Das ist gütig. Die verschwinden ja sehr, sehr schnell.
Okay, ich glaube. Den kann ich noch machen. Aber jetzt. Gehen wir in den Nahkampf. Wir sind vor Ort. Bleibt wachsam und sucht nach Infos. Ah, hier ist schon was. Jemand hat eine Lieferung namens Huesa quer durch das Gebiet und durch fast jede Stadt geschickt. Der Bestimmungsort steht allerdings nicht drauf. Jemand hat ein, ja, das mal ja gesehen. Ich sehe eine Waffenkiste. Hm, cool. Wollte ich schon immer haben. Leichtes Maschinengewehrmagazin. Aha. Fangen wir mal. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Fang an zu reden oder stirb. Ah, na mas, amigo. Ich spuck's aus. Santa Blanca hat etwas aus der Condor-Basis gestohlen. Was? Rede, Arschloch. Por favor, Huesa ist eine Strafe. Eine Lektion, weil das Volk von Barbechos die Rebellen unterstützt hat. Eine Strafe? Was ist Huesa? Das ist eine schmutzige Bombe. Sie wird alle töten. Wann geht sie hoch? Wann? No sé, no sé. Ich weiß es nicht. Jeden Augenblick. Scheiße. Little Brother, hier Nomad. Wir haben hier eine Notfallsituation. Könnten Sie das präzisieren? Santa Blanca will eine schmutzige Bombe in Barbechos zünden. Ich weiß. Ein Unidad-Hauptmann hat mit Uran Kasse gemacht. Er hat Teile der russischen Probe rausgeschmuggelt und an Santa Blanca verkauft. Ist das ein Witz? Schön wär's. Um den Unidad-Hauptmann habe ich mich gekümmert. Aber das Kartell bereitet gerade die Bombe vor. Scheiße, wir müssen sie aufhalten. Ich bin unterwegs nach Barbechos und sollte vor ihnen da sein. Ich versuche, die Bombe zu entschärfen. Halten Sie durch, bis wir da sind. Wir brechen auf. Uiuiui. Eine ziemlich interessante Quest auf jeden Fall. Das ist jetzt was, was ich nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt. Aber voll cool. Richtig, richtig cool. So. Barbechos rechtzeitig erreichen. Ja, rechtzeitig erreichen, also. Das ist halt die Frage, ne? Also entweder. Also schneller als per Flug oder Heli geht's nicht. Aber es gibt keinen Timer.
Oder weiß ich nicht, ob... explodiert die jetzt? Nee, nee. Nee. Glaube ich nicht. Wobei, wir haben ja zu dem Hauptmann gesagt, so ja, also er hat ja gesagt, so ja, das ist die Zukunft. Und wir haben gesagt, so ja, wenn er überlebt. Little Brother, hier Nomad. Wir sind da. Wie ist Ihr Status? Hat lang genug gedauert. Das ist übel hier. Überall Santa Blanca. Sie haben die Bombe abgeschirmt. Ich brauche dringend Hilfe. Schicke meine Position. Halten Sie durch. Wir sind gleich da. Schnell. Ich glaube, ich kann das Auslösen verzögern. Aber in etwa 10 Minuten geht sie hoch. Etwa 10 Minuten? Das ist ein bisschen vage für etwas, das uns alle töten könnte. Ich kann nichts Genaues sagen, bis ich nicht bei der Bombe bin. Also Beeilung. Okay, dann gehen wir mal aggressiv rein. Wir müssen den Bereich räumen. Was ihr auch tut, bleibt von der Bombe weg. Nein. Ach, du kannst mich mal. Nein. So ein Penner. Da sind wir wohl etwas zu stark aufgekommen. Und sind durch die Karte geflutscht. Ja, ist. Ja. Ist gut. Come on, come on, come on. Wir sind alarmiert. Scheiße, Mann, das war ein Zivilist. Was macht der denn auch da? Oh Mann, scheiße. Was soll der Scheiß in Deckung? Oh. Im Haus sind ja auch ganz viele. Ja, aggressiv reingehen, ja. Wo warst du so lange? Schon. Granate, volle Deckung. Wie die Autos einfach weiterhin durchfahren. Sauber, Kausek, sehen Sie sich die Bombe an und tun Sie etwas. Ach, hier ist die Bombe. Unidad Heli, unten bleiben. Das Ding ist die Hölle. Ich brauche mehr Zeit. Wir halten ihn Santa Blanca vom Leib. Los! Heli ist zerstört. Schnell, bevor das Ding hochgeht. Die sind jetzt da reingefahren, oder? Wie soll man das denn dann sonst machen? Hm.
Wir müssen den Bereich räumen. Was sie auch tut, bleibt von der Bombe weg. Verstanden. Unterwegs. Da ist noch ich ein gehe Tango. In Position. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Position. Einer weniger. Okay, da drüben okay, scheinen sie sich zu beruhigt. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Da sind nur eine Handvoll Gegner. Ja, als ob der weiß, wo ich bin. Eröffne Feuer. Ach, jetzt kommt ihr, okay. Das ist ja wunderbar. Granate, los, los, los! Schieß mal dadurch. Sauber, Kausek, sehen Sie sich die Bombe an und tun Sie etwas. Das Ding ist die Hölle. Ich brauche mehr Zeit. Wir halten ihn Santa Blanca vom Leib. Los! Wissen die Arschlöcher nicht, dass das Ding gleich hochgeht? Ich glaube, die Clowns haben keine Ahnung. Da ist irgendwo einer. Mach mal den Schalldämpfer weg, weil dann klingt es geiler. Heli im Anflug. Sie kommen hier lang. Wir haben den scheiß Heli. Scharfschütze, runter! ja. Interessant, dass die Bombe noch existiert. Noch 2 Minuten, come on. Mist, wie lange noch, Kleiner? Ich arbeite dran, da ist mehr zu tun, als einen Abzug zu drücken. Schnauze. Wieso hockt die eigentlich noch drin?
Scheiße. Der Leutnant will abhauen. Als ob das uns interessiert. Hören wir ja. Ja, egal. Ich glaube. Scheiße. Die Verdrahtung ist zu kompliziert. Es bleibt nicht genug Zeit, alles zu checken. Also sind wir tot? Ich kann es verzögern, mehr nicht. Wir müssen hier schleunigst weg. Wir können die Leute nicht sterben lassen. Die Bombe muss hier weg. Spinnst du? Wir haben keine Zeit. Ich lasse die Einwohner nicht sterben. Jetzt machen sie schon. Bowman, ich habe heißen Müll, den ich loswerden muss. Wo kann ich den am schnellsten entsorgen? Ich hasse die Google Maps. Menschen werden sterben. Die Art von Müll. Okay, da ist ein verlassener Steinbruch nicht weit entfernt. Hier mit den Koordinaten, Cortana. Gut. Dann schauen wir mal. Da ist eine Silbermine. Santa Blanca hat alle in der Gegend übernommen und Barbechos Plata als Manager angeheuert. Aus der Sicht der Bergleute? Wo ist der Unterschied? Ein Boss ist so schlimm wie der andere, wenn man tief unter der Erde festsitzt. Nomad, wir haben eine neue Rampe in den Steinbruch gebaut. Wenn Sie auf der Rampe schnell genug sind, können Sie rausspringen und entkommen. Und wenn ich überleben will? Springen Sie rechtzeitig ab, dann landet keiner im Steinbruch. Hä? Verdammt, wir sind zu spät. Oh, ich hab die Zeit gar nicht gesehen. Ah, dammit. Ich hab die... Oh Gott, das ging auf Zeit, natürlich. Ich war gerade nur irritiert, so, also ja, das war einfach nur dumm. Die dumm. Ernsthaft? Oh nein, oh Gott, gut. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Oh, so dumm. Gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.